Es wird immer voller hier. Flüchtling. Ich habe auf Gaihinom eine proteanische Sphäre gefunden. Kontaktieren Sie die Allianz und sagen Sie, Commander Shepard hätte angeordnet, dass Sie dafür bezahlt werden. Ja, danke. Das mache ich sofort. Okay. So. Dann sind wir hier fertig. Außer... Warum wird James hier gelistet? Ich glaube, das ist ein Bug. Naja. Haben wir das zumindest erledigt. Dann müssen wir jetzt nur noch diese komischen Terminals finden. Irgendwo. Zack. Zack. So. Dann können wir nochmal im Huerta-Krankenhaus vorbeigucken. Ich glaube aber nicht, dass es da etwas Neues gibt. Außer einem Ladebildschirm. So. Berater, Konsole. Okay, es gibt hier doch was Neues. Hi, ich habe etwas für dich. Entschuldigen Sie, ich habe die Ringe von Alune beschafft. Sie warten in Bucht D24 auf Sie. Das ist wunderbar, danke. Mein Volk wird diesen wundersamen Fund als Aufruf verstehen, die Krankenhäuser in der Nähe zu unterstützen. Kein Problem, mache ich gerne. Ist hier noch was Neues? Noch eine Medigel-Kapazität nehme ich. Du stehst mir im Weg. So, was haben wir noch? Konsole bei 2. Was auch immer. Achso, da, okay. Das war einfach. Und... Zack. Hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur Ihren Spectre-Status autorisieren. Jemand hat auf diesem Weg einem Dutzend Lebenserhaltungssystemen im Krankenhaus die Energieversorgung abgedreht. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Bestimmt irgendwie. So. Hier gibt es jetzt nichts mehr, ne? Nein, gut. Wo gehen wir denn dann jetzt als nächstes hin? Und theoretisch erstmal ins Purgatory gehen. Vielleicht gibt es da noch was. Blöp. Ups. Area, Edi und Joker sind jetzt in der unteren Bar. Halt, da muss ich nochmal mit denen reden. So. Ich finde es gut, dass sich das hier nicht alles so statisch bleibt. Es hat sich jetzt grundlegend verändert. Ari hat hier nichts Neues zu sagen. Na, ihr beiden. Hey, Commander! Ich wollte gerade noch eine Runde holen. Bin gleich zurück. Sie beide scheinen Spaß zu haben. Ja. Seit Joker und ich uns auf eine Beziehung geeinigt haben, lächelt und lacht er deutlich häufiger. Ich glaube, dass er glücklicher ist. Das ist aber auch interessant. Lacht, seit wir uns auf eine Beziehung geeinigt haben. wie so ein Vertrag. Sie beide scheinen ein gutes Paar abzugeben. Ich weiß nicht. Als sich Jeff zum ersten Mal diesen Körper zeigte, hielt er Abstand. Wirklich? Was hat er gesagt? Dass ich keinem weiblichen Ideal entsprechen müsse, um ihn zu beeindrucken. Ich habe gesagt, das sei dummes Zeug. Und wir haben ganz normal weitergeredet. Nach ihrer Ermutigung veränderte sich seine Einstellung. Er sagte, er habe gezögert, aber sie hätten ihn überzeugt, ranzugehen. Nehmen Sie, was Sie kriegen können. Ich hab ihn nur so ein bisschen, so einen kleinen Schubs, so ein kleines Schnipsen. Ich habe nur nachgeholfen. Verstehe. Danke für Ihre Unterstützung. Das alles ist eine überaus erhellende Erfahrung. Okay. Sie haben mich als Ihren persönlichen Hilfsmeck vorgestellt. Seien Sie nicht so, Edi. Ich weiß, was Sie fühlen, aber... Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt. Warum belügen Sie andere? Sie wollen sich nicht als KI mit Reaper-Code vorstellen.
Man würde sie lynchen. Das wäre keine effektive Methode, um meine Funktionstüchtigkeit zu unterbinden. Finde ich gut. Sie sind dran. Ratsherrin Thebos. Heiß. Aber Punkteabzug wegen der Einstellung. Shaira, die Konsortin. Heiß, würde ich sagen. Können wir damit aufhören? Sie machen mich nervös. Dalatras Linron. Wie geht's? Sie sind dran. Ratsherrin okay. Thebos. Ich glaube, Edi versucht, etwas über Joker rauszufinden. Shaira, die Konsortin. Nein, sie reden immer noch. Ich muss weg hier. Gut. Aber finde ich gut. Bin ich auch mit glücklich. Ich freue mich für die beiden. Ist zwar irgendwie ein bisschen befremdlich, dass Joker eine Beziehung mit seinem Schiff hat, quasi. Aber sein Schiff hat ja einen eigenen Willen, von daher. So, ja, wo sind denn die anderen Konsolen? Jetzt können wir eigentlich nur nochmal alles abgehen und gucken, ob wir noch irgendwas finden, oder? So, was haben wir hier? Commander Bailey. Okay, hier gibt's nichts. Buch D24? Im Präsidiumsunterhaus waren wir ja eigentlich schon. Konsole, ja. Aussichtsdeck Soldat, okay. Haben wir sogar noch zwei Sachen zu erledigen. Konsole, die mache ich zuletzt. Gibt es ein Problem? Ich dachte, wir kämpfen gegen die Reaper, Ma'am. In einer Woche vielleicht. Warten Sie es ab. Cerberus ist fast genauso schlimm wie die Reaper. Ich habe auf Garvuk proteanische Datenlaufwerke gefunden. Ich lasse sie herbringen. Commander Shepard, danke. Das wird sicher eine große Hilfe sein bei der Operation, die wir gerade durchführen. Das klingt irgendwie als Tage weg, Scheißkeeper. Okay, gucken wir uns mal an, was hier passiert ist. Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden, an dem die batterianischen Codes eingesetzt wurden. Verdammter Mist, das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks, wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard, auf dem Schiff waren 117 Allianzsoldaten. Alles Menschen, genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batterianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Sieht so aus. Okay, der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Toll, und den darf ich jetzt auch noch suchen. Aber die werden ja nacheinander aktiviert, oder? Ist die vielleicht bei ihr der Code direkt? Ich meine, sie steht da die ganze Zeit vor diesem einen Terminal. Ups. Nö. Okay. Gehen wir nochmal in den Wartebereich. Ich meine, irgendwo muss der ja sein. Ein Glück, dass wir diese Karte haben und nicht alles von Hand abgehen müssen. Das wäre blöd. Konsole. James und Konsole. James ist nicht da, aber die Konsole ist da. Hoffe ich. Oder wenn die Konsole bei da hinten nicht ist, dann ist sie da rechts bei James, wo James auch eigentlich ist, und das ist einfach falsch eingerichtet. Sie ist immer noch hier. Oh, das ist ein neues Gespräch. Nein, aber es ist okay, die kommen schon noch. Sie halten immer ihre Versprechen. Sie, das nächste Shuttle hatte wahrscheinlich nur Verspätung oder so. Das ist alles. Du hast sicher recht. Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Ich finde es gut, dass er auf sie aufpasst. Und ich glaube, er weiß schon, was passiert ist und dass sie nicht mehr kommen werden. Was? Ich habe gerade James gehört. Hallo? James, ich fasse es nicht. Seltsam. Oh, ich glaube, der sitzt irgendwie noch hier, aber eigentlich doch nicht. Ja, da haben wir den Bug gefunden. So, letzter Code. Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal.
Shepard! Balak. Sie hätten mich auf dem Asteroiden über Terra Nova töten sollen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war ihre Schuld. Das ist der Typ, der den Asteroiden auf die Kolonie hat fallen lassen. Und wir haben ihn ja leider entkommen lassen müssen, weil er ja entweder die Zivilisten töten oder ihn töten. Und wir haben uns halt für die Zivilisten ja entschieden, also die Zivilisten zu retten. Was ist das? Ist der dumm? Ja, wir Menschen sind daran schuld, dass die Reaper da sind, bestimmt. Ich hab sie nur auf Terra Nova aufgehalten. Ja, und danach hat meine Regierung die Forschungsbemühungen am Leviathan von Dis verstärkt. Haben Sie davon gehört, Commander? Das alte organische Schlachtschiff, das mein Volk vor 20 Jahren auf Yatar geborgen hat? Ein Reaper. Ihr Volk hat eine Reaper-Leiche studiert. Um wieder zur wahren Führungsmacht der Galaxie aufzusteigen. Hunderte unserer besten Wissenschaftler haben daran gearbeitet. Und dann wurden sie indoktriniert. Als die Reaper Kashan erreichten, verrieten sie uns. Sie deaktivierten Verteidigungssysteme und feuerten auf Verbündete. Wir wurden von innen vernichtet. Wegen ihnen. Nein? Die Batarianer haben sich in der ganzen Galaxie Feinde gemacht und mussten nun dafür bezahlen. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann sie vernichten. Bist du blöd? Sie werden nicht abdrücken. Sie wissen, was ich hier draußen mache. Ja, Bündnisse mit Dorianern und Kroganern schließen. Ihr Tod wird die anderen Spezies spalten. Und dann löschen die Reaper ihre letzten Kriegsschiffe aus. Und den Rest ihres Volks. Und das wissen sie. Sie werden mit uns kämpfen. Sie haben nur noch uns. Ich könnte sie töten. Jetzt und hier. Nein. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Ich hätte ihn gerne erschossen. Aber wir brauchen seine Schiffe. So. Sehr gut. Haben wir das mit den Codes jetzt auch geklärt und können jetzt endlich weitermachen. Yay. So. Und jetzt haben wir eine Sache vor. Nämlich, Ari hat uns ja schon von einer ganzen Weile darum gebeten, ihr zu helfen, weil sie offenbar eine Idee hat, wie man die, wie sie Omega zurückerobern kann von Cerberus. Und das ist eine Sache, die für uns auch ziemlich interessant klingt. Und deswegen würde ich sagen... Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen unterliegt, Private? Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus, Ma'am. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert diese Einschätzung? Auf keiner, Ma'am. Na prima. Gott. Interessante Gespräche. Ich glaube, hier war das, oder? Zurück zu Normandy, Dr. Büssens Labor. Nee, das ist falsch. Ich muss nochmal nachgucken, wo wir hin müssen dafür. Lauf, Shepard. So. Das hätten wir geklärt. Flieg, Raumschiff. So.
Okay, Dr. Chakwas will noch mit uns reden, das heißt, wir müssen das eh nochmal machen. Jetzt ist nur die Frage, fünfte Flotte, Boltzmann, zu Dock 42 gehen. Okay, Dock 42 ist das, wo wir Arya treffen sollen. Das heißt, wir müssen einfach nochmal da anlegen. Wartes Terminal. Okay, ich hab's aus Versehen weggedrückt. Ja, ich hab's weggedrückt. Verdammt, das war irgendwas mit den Batarianern, die irgendwas angegriffen haben. Von Hackett, aber war eh auf Englisch. Könnte ich jetzt zwar durchlesen, aber gerade nicht. Keine neuen Gespräche? Alles okay bei Ihnen und Ashley? Ihr letztes Treffen mit diesem Körper war eher unangenehm. Ich habe ihr die Situation erklärt. Sie kommt damit zurecht. Gut. Okay. Cerberus wollte also in die Politik, was? Es war richtig, diesen Arschlöchern den Hahn abzudrehen. Haben Sie nicht mal für diese Arschlöcher gearbeitet? Irgendwas mit Ledersitzen? Als ich bei Cerberus war, unterstützten sie die Hilflosen. Heute sind sie viel zu Mainstream. Und böse. Wichtig ist, dass sie ihnen in den Arsch getreten haben. Und dass Ash den Normen die Test, dass man seinen Commander nicht erschießt, mit Bravour bestanden hat. Finde ich gut. Seien Sie nicht so streng mit Ash. Sie hat viel durchgemacht. Ja, wie die Waffe gegen einen vorgesetzten Offizier zu erheben und beinahe den Rat umzubringen. Das macht sich im jährlichen Leistungsbericht gar nicht gut. Ach komm, Joker, sei nicht so fies. Ist doch alles gut gegangen. Okay, das heißt, es gibt auch neue Gesprächsoptionen. Oh, wir dürfen nochmal über die Citadel latschen. Ja gut, mit James müssen wir ja auch noch reden. Ja. Ah. Ist nur was Neues? Commander? Nein, okay. So, Dr. Chakwas will mit uns reden. Und wenn wir dann schon mal da sind, können wir auch bei allen vorbeigehen. Es ist gut, dass Ash wieder da ist. Wir können jede Okay, hier ist alles beim Alten. Schön, Sie zu sehen. Ist auch bei. Okay, ich glaube, es gibt keine neuen Gespräche. Aber mit James rede ich noch, weil der hat sich jetzt ja zum N7-Programm verpflichtet. Hi. Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph. Okay, Medigel-Upgrade, Effektivitätserhöhung. Das heißt, Medigels heilen jetzt mehr, aber die haben noch vorher schon voll geheilt. Das Datenpaket. Die Ergebnisse finden Sie im Informationsnetzwerk. Okay, Krankenstation, Chirurgie, Narben heilen oder Gesundheit plus 5%. Ja, Narben sind sexy. Sehen Sie sich ruhig um. Sehen Sie sich ruhig um. Habe ich schon, danke. Gut. Das wäre dies. Dann müssen wir jetzt noch... Ja, wir können mit Diana können wir eigentlich auch nochmal reden, wenn wir schon mal da sind. Müssen nur aufpassen, dass die jetzt nicht plötzlich denkt, wir wollen irgendwie was von ihr. Sie ist nur unsere rasende Reporterin. Noch was zu sagen? Commander? Nein, okay. Dann können wir bei Jarvik auch nochmal fragen. Ach ja. Jarvik. Hi. Ja? Ja? Nein. Okay, ich dachte gerade, da liegt was, aber auch nicht. Ja, immerhin geht's diesmal schneller als letztes Mal. So, jetzt müssen wir nur noch mit Cortez einmal kurz. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Kampfeinsatz auf die Citadel fliege. Das mit Odina ist unfassbar. Ein tolles Beispiel für die anderen Spezies, was? Klar. Ich habe gerade von Miss Sato gehört. Sie ist sicher in der Forschungsanlage der Allianz eingetroffen. Und wie ich höre, hat Esteban bei einer Jungfrau in Nöten den Helden spielen können. Sie kennen doch mich und meine Jungfrauen, Mr. Vega. In der Tat. Er ist auf jeden Fall ein guter Wingman. Es schadet ja nicht, die Bewaffnung nochmal durchzugehen. Sir? Gut. Und Vega, was geht bei dir? Hey. Hey. Ho. Gut, Vega hat auch nichts mehr dazu zu sagen. Dann können wir jetzt... ich weiß gar nicht, mussten wir noch irgendwas hier oben machen? Ich glaube eigentlich nicht. Musik hören.
Nö. Gut. Dann können wir jetzt mal gucken, was Arya eigentlich vorhat. Commander? Während die ganze Crew unsere Musik hören muss. Ich meine, sie hat nur gesagt, dass wir sie treffen sollen, aber noch nicht, was sie eigentlich plant. Denn die Citadel ist... Beziehungsweise wir können vorher noch in unser persönliches Apartment rein, glaube ich. Gucken wir mal. Das hat uns Anderson ja geschickt. Das sollte eigentlich schnell gehen.